What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. You dare end one who belongs to me. I am the smile of the worm-cleansed skull. I am the regrets of those who remain, and the restlessness of those who are gone. I am the haunt of mausoleums, the god of graves and age, of dust and dust. I am Merkel, Lord of Bones. And you have slain my chosen. But it is no matter, for I am death, and I am not the end. I am a beginning. Skvar. Was? Was? Also heißt er gegen Flammen, ne? Das heißt, wir müssen gegen drei blöde Götter kämpfen schlussendlich. Untoter. Also gleißend, Initiative plus 1, Untoter, 200 Kilo. Ziemlich leicht dafür. Wichtige Merkmal, Dunkelsicht, extra Angriff. Oh, Feenblut, du bist bei Rettungswürfen gegen bezaubernden Vorteil. Göttliche Gesundheit. Die heilige Magie, die dich durchfließt, macht dich gegen Krankheiten immun. Gelegenheitsangriff. Gläubige verzehren. Boah. Zauber, die Gestalt. Ah, geht, was geht? Verbesserte göttliches Niedersprechen. Verteidigung. Können wir? Die? Ich weiß, ich habe die mal noch irgendwo gesehen. So, Stapel teilen. Yep. Machen wir mal da. Ja, auf die Seite. So. Drei Runden lang brennend. Ja, und die müssen wir jetzt auch. Oh. Ja, Bewegungsrate jetzt wahrscheinlich weg. Oh, klettern geht nicht. Können wir nochmals heilen? Ja, bitte. Und es hat nur mich.
Und tot. Ah, dann bleibt's halt eine. Mal hier. Noch so. Schwachstelle für. So, dann das. Come on, then. Wow. I won't give in. Keine Ahnung, wie viel es jetzt mir da gemacht hat. Und dann müsste ich eigentlich. Da komm mal hier rüber. Was haben wir? Uralter Groll. Berühre dein Abonnent, um einen Hauch des Wissens der Gift zu erhalten. Du bist bei Angriffswürfen gegen Aberrationen im Vorteil. Ist es eine Aberration? Es ist ein Untoter. Astrales Wissen. Ja, und Dings muss ich auch noch. Kein Ziel. Nein. Ich gehe mal hier hin. Segnen. Eins, zwei, drei, vier. So. Bonusaktion. So viel das. My injuries need tending. So. I need healing. So. Wiese. Alter, was für eine unnütze Waffe bist du eigentlich mit dem Fliegen? Oder allgemein die Waffen von ihr? Keine Bewegungsrate, Alter. Ja, dann einfach mal hier hin. Es ist doch zum Kotzen. Not fall before my time. So, Stereon. Äh.
ihr und dann mal werfen auf sie. Echt jetzt? Geht nicht. Oh. Time to push my luck again. Verängstigt. Du hilfst dir mal auf. Und dann geht das nicht. Die ist eigentlich auch schon tot, ne? Ich warte mal damit. Genau, dann ist sie tot. Jetzt müssen wir werfen das da. So. Oh nö, geht das überhaupt? Hä? Macht's jetzt... Was ist denn... Es hat am Anfang verhältnismäßig gut ja ausgesehen.
kommen. So. So. No choice but to keep going. So. Die ist weg. Ob wir das schaffen? Das ist so... so ungl... Und jetzt... Fehlschlag zum Glück. Bitte nochmals einen Feuerschlag. Bitte, 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 bitte. Oh ne. Isolb ist tot, zum Glück. Sometimes the only way out is through. Jetzt auf. Alter. Ja, genau, noch mehr. Ja. Wieso heilst du dich nicht? Du doofe Kuh. Und man kann sich nicht selbst heilen. Aber wie ist der? Das ist jedes Mal so. Das bringt mir auch nichts. Schlangenzahntoxin. Magierbannöl. No choice but to keep going. Haben wir hier
auch noch eins der Präzision. Plus eins. Wo war das? Nein, das war es nicht. Präzision. So. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea. What you've done. Isabel! Toward our fates, unleashed. Her pity I cannot say the same for Isabel. She may have been Ketherick's daughter, but she was my world entire. Do what you must, then we fly this foul place. Whoa. Chosen of Merkel is dead. Permanently this time. Ich denke, wir haben Ketherick's Netherstone. It's in his armor. Take it. Zauber wirken. So. Fading fast. I need healing. So. Take you, Skrar. My injuries need tending. All right. Time to see what new horror's waiting for us. Alter, Falter. War das? Parasitenexemplar. Dann haben wir kurz. Schwörung aufgeben. Yep. All's well that ends. Not as bad as it could have. So. Dann haben wir kurz durchrouten. Das nehmen wir. What's inside? Das ist. Alter. Ich bin immer noch sprachlos. Ketherick muss noch kurzen Moment warten. Aber hier sieht es noch interessant aus. Der große Plan. Silberglas. Eine Karte der Schwertküste vom
Treibeisen mehr bis hinunter ein Stück nördlich vom Amn, einschließlich mehrerer der Inselgruppen in der Schwertsee. Aufheben. Amulette absoluten. Einladung an fürs Gortash. Fürs Gortash. Das Komitee der besorgten Patriarchen möchte euch zu einem formellen Treffen in der Hofhalle einladen, um über kurz- und langfristige Pläne für das wirtschaftliche Überleben von Baldur's Tor zu sprechen. Am zweiten Tag, am 12. wird um 12 Uhr mittags ein Essen serviert. Dürfen wir mit eurer Anwesenheit rechnen? Fürst Hirilnin, Vorsitzender des Komitees. Das Schreiben Jantus von Evan Gortash direkt. Der große Plan ist der in der gesamten Spezies der Gedankenschinder verbreiteten Ehrgeiz, die Zeiten ihrer großen Eroberung durch einen Akt der plötzlichen Massenzeremorphose wieder aufleben zu lassen. Das ältesten Gehirn würde dadurch eine unerbittliche Armee illithidischer Sklavenkrieger befehligen, mit dem sie all ihre alten Feinde besiegen könnte. Menschen und Humanoide, Githyanki und Ultharinen. Natürlich ist das wahnhaft und verrückt. Größenwahn von kosmischen Ausmaße, und ich weiß genau, wie wir es zu unserem Zweck nutzen können. Wir werden den Gedankenschinder helfen, ihren großen Plan umzusetzen, jedoch nur auf eine Weise, von der wir profitieren. Die Illithiden werden ihren Kreuzzug der Versklavung bekommen, doch sie werden im Gegenzug unsere Sklaven sein und wir werden entscheiden, wie und wann und wo ihre große Illithiden-Ausbruch stattfindet. Oder genauer gesagt, ich, Gortash, werde diese Dinge entscheiden, denn der große Plan zu befehligen ist ganz offenkundig eine Aufgabe für einen Baniten. Unter diesem Text über den Kult der Absoluten und seine Gefahren hat jemand diese Reaktion gekritzelt. Diese eilig heruntergerotzte Gewäsch verfolgt zugegebenermaßen gute Absichten. Der Autor empfindet offenkundig eine gewaltige Furcht vor der Absoluten. Das Problem ist, dass er den Aufstieg des Kults mit anderen Dingen in Verbindung setzt, beispielsweise dem Hitzidot des Universums, der Wiederauferstehung des einäugigen Lich Wensner, dem starken Anstieg an nekromantischer Essenz und sogar dem faulen importierten Früchten aus Huld. Der Autor soll mal ein Stück Wasser trinken und sich hinlegen. Haben wir doch schon. So, dann rauf. Aber Alter, das war ein heftiger Kampf vorhin noch. Ja, das können wir gerne. Das auch. Das nehmen wir. Und vor allem da die ewigen... Ja, super Riesenhirn. Also das wird noch einiges. Ein Ring. Ja, noch ein bisschen Gold. So, jetzt noch Kethic.